So, herzlich willkommen von Woma Adventure an diesem wunderschönen Platz. Das seht ihr dann am Schluss des Videos. Es ist also immer noch aktuell. Und diesmal geben wir euch ein bisschen Einblicke in unser privates Zusammenleben, so ein bisschen in den Alltag hinein. Es wird auch noch lustig. Ja, wir sind weiter unterwegs in den Vogesen, in dieser wunderbaren Natur. Es hat hier so viele, ja, Wälder und man kann da gut mit dem Fahrrad fahren oder eben auch mit dem Vario reinfahren zum Teil und am besten Plätze stehen bleiben und übernachten. Ja, also dann viel Spaß beim Schauen. Durch so eine super tolle Felsenlandschaft schnaufen wir jetzt hier den Rocher Hans hinauf. Oh Mann, wer hat hier nur lauter Steine in den Weg gelegt? So, wir sind am Lac de Blage. Hä? Vermutlich da scheint die Sonne hin. Da gibt es noch ein Lac de Noir, also schwarz. Und tja, es geht hoch. Ja, klettern, Angie, aus! Ist das schön! Nicht nur der See, auch das schöne Gras hier, das Grün. So, da oben ist der Obelix mit Hinkelstein, aber eigentlich ist er zu schlank dafür. Ein Gebäude haben wir entdeckt, zerfallen, von den Deutschen gebaut, garantiert, weil das eben früher Deutschland war. Ja, guten Morgen, Sandra. Nee, das... Oh. Gut geschlafen. Sandra schläft noch. Ja, guten Morgen, Sandra. Gut geschlafen. Halbe Nacht, nur die halbe Nacht. Der ganze Camper hat gewackelt. Sturm, Unwetter, Regen, Gewitter. Es stürmt draußen. Wir fahren weiter von diesem wunderschönen See. Durch den Wald, kleine Straße eigentlich, aber kein Fahrverbot. Offiziell darf man da fahren. Ist näher wie außenrum, deswegen fahre ich jetzt hier durch. Ja, Vogesen sind auch schön. Auch hier gibt es kleine Stresslein. Aber hier ist es erlaubt zu fahren und wir fahren jetzt an einen neuen Übernachtungsplatz. Es bleibt spannend. Mal schauen, ob ich ganz runter komme, kein Baum im Weg ist. Die Sonne hat uns wieder, oder wir sie, besser gesagt. Ihr wisst ja, dass ich solche Pisten, ich sage es nicht Pisten, sie ist zwar geteert, aber ich fahre das extrem gerne weg, ein bisschen vom Hauptstrom, da sieht man solche schönen Bäche. Die Brücke hat gehalten. Und während ich hier runterfahre, kann ich gerade meine Lichtmaschine testen, die ich da vorne ein- und ausschalten kann. Also die Aufbaubatterie überbrücken kann und das gibt über 4000 Watt. Das ist super. Die Batterie ist jetzt ein bisschen kleiner, aber so reicht das locker. Ich stelle die aber nur wirklich bei Bedarf an und jetzt teste ich es, um zu schauen, ob das Relais warm wird, weil da gehen etwa 100 Ampere beim Relais durch, plus die Solaranlage natürlich. So sieht das aus.
Die Vogesen haben ja einen dichten Nadelwald, der wurde aufgeforstet nochmal so vor 1900. Aber man hat auch gesehen, hier werden dicke Stämme rausgeholt. Trotzdem ist es sehr, sehr, sehr schöner Wald hier und immer mit viel Farnen und man sieht, dass hier auch hohe Luftfeuchtigkeit noch herrscht. Also schöne Landschaft. Ja, so hohe Nadelbäume gibt es da. Die sind echt richtig hoch. René beim Kneipen. Ich bin in der Kneipe. Am Kneipen. Kneipe. Beim Kneipen nicht kneifen. Manche gehen in die Kneipe, andere kneifen. Neuer Morgen, jetzt geht's wandern zum Wasserfall mit diesen zwei Mädels da hinten. Wir haben Besuch gekriegt. Oh, ich habe den Wasserfall gefunden und der ist gar nicht so klein. So sieht der aus. Ah, wunderschön. So, da kann man noch baden, hä? Duschen. Ah, ist das schön. Naturparadies Vogesen. So, jetzt stelle ich euch mal die Ulrike vor, eine allein reisende Frau mit ihrem 4x4 Sprinter, die wir sicher des Öfters sehen. Und Ulrike, wie lange reist du schon alleine? Oktober 17. Oktober 17, ja. Also jetzt sechs Jahre, hä? Ja. Nicht schlecht. Und fühlst dich sicher als allein reisende Frau? Je weiter weg von den Orten, umso besser ist es. In den Städten ist es blöd, aber hier draußen, da passiert dir doch nichts. Genau. Da kommt höchstens so eine kleine Eiler daher. Also, dann gute Reise. Viel Spaß. Komm, Dino. Da, Eiler, komm mit. Ja, da fährt sie dahin. Hä? Aber wir sehen sie wieder. Ich kenne sie auch schon seit gut sechs Jahren. Das erste Mal in Spanien hat sie mir was mitgebracht. So habe ich sie kennengelernt. Ja, die Ulrike, eine mutige Frau. So, wir fahren weiter zum nächsten Platz. Fahren durch Levantin, ein Wunder.
wundersüßes Dorf hier. Ganz süß. Ja, nun wieder bei bestem Wetter unterwegs sein. Das macht Freude. Wirklich schöne Gegend. Auf Polarsteps könnt ihr übrigens gucken, wo ich da etwa durchfahre. Da ist alles aufgezeichnet. Hä? Unterwegs treffen wir auf einen Bauwagen, der zu einem Tiny House umgebaut wurde. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja, und innen ist das hier ein richtiges Tiny House. Total putzig. So kann man auch Urlaub verbringen hier in Frankreich. Sehr, sehr liebevoll gemacht. Mit altem Ofen noch zum Heizen, aber auch moderner Tisch. Hat es auch Fernseher, alles vorhanden und ein komplettes Bad, das relativ modern aussieht. Super süß. Stück am Bach, macht gemütlich, macht wach. Und wer das nicht erlebt, hat das Leben nie gelebt. Bravo! Wir sind tatsächlich um einen kleinen Bächlein in der Prärie. Wir machen eine Fahrradtour durch die Wälder von den Vogesen. Und von denen hat es wirklich reichlich viel. Ist das schön, hä? Ja, was steht denn hier rum auf der Höhe, hier in den Bergen, französischen Bergen, ein wunderschönes bemaltes Zelt, sogar isoliert, habe ich gesehen. Und da kann man innen wahrscheinlich feiern. Also sieht toll aus. Hätte ich auch gern sowas. Oh, ist das hübsch. Also heute machen wir 15 bis 20 Kilometer mit den Wölfen sogar. Eila wird jetzt schon 12. Oder ist schon, weiß gar nicht. Wir fahren zu unserem nächsten Platz. Immer wieder auf der Suche nach guten Plätzen. Ein bisschen in der Natur, wie meistens. Das ist das Schöne hier in den Vogesen, gibt es ganz viele so kleine Sträßchen, auch Pisten manchmal, und oftmals darf man die auch befahren. Jetzt kommen wir da bald an, 10 Kilometer solche kleine Straße. So, wir sind angekommen. Ulrike ist auch wieder zu uns gestoßen. Da hinten parken wir auf diesem schönen Hügel. Unser neuer Schlafplatz. Wir sind da oben auf dem Hügel gelaufen und wir haben eine tolle Aussicht. Gestern gab es Sturm, Regen, richtig Vollgas. Heute ist wieder Sonne da. Da hinten steht unser Camper, hinter dem Hügel. Super Platz. Heute ist Kochtag. Wir kochen, wie heißt das? Im Iran gab es das. Aubergine. Zwiebeln, Paprika, Tomatensauce, naja. Sipsame, glaube ich. Sipsam. Ich glaube Sipsame oder so. Wir versuchen es einfach mal nachzumachen, haben aber null Rezept. Aber ja,
Wir schaffen das zusammen. He? So, da drin ist meine Flädli-Suppe gerade in der Mikrowelle. Das ist mein Zwischenhunger. Die Küche hat reichlich Platz hier. Da ist noch ein Beistelltisch. Den kann man nach vorne schieben. Ja, dann lassen wir los. Wie sagt man, zwei Köche verderben den Brei. Definitiv. Eigentlich wollte ich kochen. Aber diese Frau hat schon wieder die Auberginen gesalzen. Ja, aber das macht man so, dass die Bitterstoffe rausgehen. Das macht man so. Ja. Ich mache es nicht so. Ja. Ich hätte die jetzt einfach ins Öl geschmissen und angebraten. Ja. Bitterstoffe hierher. Die sind ja gesund. Aber ja, so ja, ist das gut. Halt. Ja. Ich lasse dich gleich allein machen. Ist gut. So, jetzt wird das angebraten, damit das Wasser schön rausgeht. Die Lady meint mit Deko. Der Chefkoch sagt nein, ohne Deko. Mit oder ohne Deko? Mit Deko geht es schneller aus, dann werden die oberen auch gebraten. Also sie sagt mit, ich sage ohne. Ja, der René kocht jetzt heute. Aber wir sind beides keine Köche. Es sprudelt vor sich her. Eine Viertelstunde habe ich es in großer Hitze angebracht und jetzt sieht es so aus. Ich glaube, langsam ist das okay. Jetzt kommen noch die Paprika. Bei uns heißen die Peperoni in der Schweiz. Aber die Deutschen sagen dem anders. So, jetzt brate ich die noch an. Daneben. Übrigens habe ich hier hinten, weil wir stehen ein bisschen schräg, noch etwas unterlegt, damit die Platte schön gerade ist. Das geht auch. Und ich muss korrigieren, das heißt nicht Sipsame, das ist ja was ganz anderes im Iran, sondern das ist wohl sowas wie Moussaka, oder? Keine Ahnung. Es ist Home Adventure Essen. Kochen mit René. Jetzt habe ich die Auberginen und die Zwiebeln, Böle draufgelegt. Böle sagt man in der Schweiz, in Zürich auf jeden Fall. Und unten können die jetzt die Paprika schön anbraten. Meine Erfindung. So, jetzt denke ich, ist es gut angebraten. Jetzt kommt Tomatensauce. Kleine Stückchen Tomaten dazu und Tomatenpüree. Das Wichtigste, Auberginengewürz vom Iran. Mal schauen, ob es nicht zu viel ist oder zu wenig. So, ich habe jetzt ein bisschen zurückgestellt auf 7 und jetzt kommt noch georgisches Gewürz aus Uschkuli, Svanetien. Ja, das gibt ein internationaler Geschmack. He? Da habe ich noch Petersilien reingeschmissen und Oregano. Ja, ich bin halt ein Koch, der irgendwie mal was ausprobiert. So, Deckel drauf, noch ein bisschen köcheln lassen. Und jetzt gehe ich zum Lehrmeister und die sagt mir, wie es schmeckt. Ja, ist gut gewürzt. Ist gut gewürzt? Gut, ja. Nicht versalzen? Nein, könnte sogar noch ein bisschen rein von Salz, zusätzlich. Ja, warten wir mal noch ab. He? Also. Passt schon. Lecker, früh. Jetzt gibt's Essen. Dazu Basmati-Reis und unser Kunstwerk. Ja. Home Adventure Spezial. He? Jetzt fehlt aber noch der Käse. Ein Schweizer muss immer Käse haben, das weiß sie unterdessen. Jedes Essen mit Reib, Käse versauen. Reibkäse, italienischer Hartkäse muss es sein.
Voilà. Jedes Essen wird mit Käse versaut. Nee, nee. Also, Grano Padano. Lecker. Das ist mal ein gutes Essen. Fleischlos, hier werde ich noch zum Vegetarier, weil sie ist ja Vegetarin. Mhm. Ich bin nur ein halber Vegetarier. Ich esse nur vegetarisches Fleisch. Ab und zu. Sehr selten. Und? Schmeckt sehr gut. Schmeckt's? Moussaka fast wie in Iran. Echt? Oder Türkei. Ja. Geil. Also, einfach ein bisschen improvisieren. So, Käse, alles drin jetzt. Jetzt wird gegessen. Jetzt wollen natürlich auch die Hunde was. Denen gebe ich jetzt mein Reis mit Hähnchen, das ich da gemacht habe. Ein ganzer Topf ist immer im Kühlschrank, reicht 5 Tage so. Neuer Morgen, diese Nacht war 6 Grad draußen. Ja, und dann gucke ich mir aber immer den Wetterbericht an, wenn ich heizen will. Wieso? Weil ich habe sozusagen eine Wärmepumpeheizung, also meine Klimaanlage da hinten. Die kann auch heizen, die habe ich jetzt über die ganze Nacht angestellt, weil jetzt kommt wieder mal reichlich Sonne und die verbraucht ja Strom und der muss ja wieder rein in die Batterien. Und das geht eigentlich gut, wenn es nicht gerade eine Woche durchregnet, kann ich immer mit der heizen bei diesen Temperaturen. Ja, ja, dann sind auch alle Fenster zu und dieses Gerät läuft, das tut die Luft. Frische Luft reinblasen mit Wärmerückgewinnung und hier meine Scheiben. Dank diesem Gerät laufen sie, sie laufen an, aber nur am Rand. Früher war die ganze Scheibe voll. Und die Luftfeuchtigkeit ist bei 55%, also alles im guten Bereich. Und das, was da angelaufen ist, das verdunstet jetzt, weil die Sonne brennt jetzt da in den Camper und die heizt jetzt. Da hinten wird noch geschlafen. Hä? Guten Morgen, Sandra. Jawohl. Also, wenn man viel zu viel kocht, dann müssen die Sachen ja irgendwie untergebracht werden. Kommt und gekühlt der Trick. Werden. Kommt der Trick von René. Mhm. Passt. So. Umdrehen. One way ticket. Ja, sehr voilà. Gut. Voila. Geschafft. Zwei Stunden später. Ihr seht, das Kondens an den Scheiben, da gibt es halt eine Kältebrücke vom Rahmen, ist weg. Auf der Sonnenseite geht es schnell, hier ist die Schattenseite, hier ist noch ein bisschen, aber auch das verschwindet noch. Alles soweit gut. Ja, jetzt kann man auch wieder offen lassen, lüften. Jawohl. So, das muss ich euch auch nochmal zeigen, meine Kühlschrankverriegelung, echt, die sind toll. Also ich muss sagen, das ist das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe da 2 Ohrringe hingemacht. Und diese Teile da habe ich bei Sandra im Keller gefunden, sind Chromstahl, gute Qualität. Da hinten ist ein Gewinde, konnte ich gleich übernehmen. Da, ihr seht, das ist, was ist das? M6, glaube ich. Und das passt genau rein, dann kann man ja, die so orientieren, unten und oben. Das ist noch ein zusätzlicher Stoppe, da bin ich am Ausprobieren, aber vielleicht kommt das wieder weg. Wir sind wieder mal auf einer Fahrradtour und haben hier ein schönes kleines Wäldchen gefunden. Von da sind wir gekommen und mittendrin ein Grabmal, glaube ich. Schön, dass man da auch mal abseits des Friedhofs beerdigt werden kann. Dank Google Übersetzer wissen wir, was jetzt da war. Im Zweiten Weltkrieg 1944 wurde Louis Thiriet von einem Amerikaner hier irgendwie umgebracht. Friendly Fire, irgendein Fehler muss da geschehen sein. Ja, und jetzt ruht er da und hat ein Denkmal.
und weiter geht's in dieser schönen Landschaft, die richtig ursprünglich auch ist. Wir fahren durch einen Wald, der fast etwas Mystisches hat. Das ist nämlich alles hier grüne Bäume, alle mit Moosen bewachsen, ganz dicht. Da kommt sie, die Power Lady. Hier eine anspruchsvolle Stelle. Links, rechts halten. Zu spät. Zu spät. Also es gibt immer einen Notfallplan. Absteigen vom Rad. Ja. Muss manchmal sein, wenn der Flow fehlt. So, die zwei da unten haben 4x4. Null Problemus. Fahrradtour beendet. So, und jetzt haben wir die Hunde müde gemacht. So schaut das dann aus. Wir fahren weiter zum nächsten Platz, und zwar runter zu einem kleinen Fluss. Und ich hoffe, ich komme da runter, weil da gibt es Serpentinen. Ja, mal schauen. Da kommt die erste Serpentine. 180 Grad, aber kein Problem. Die Serpentinen sind nicht so schlimm, absolut machbar. Ulrike ist außen rum, aber es ist ja, geht gut. Wir sind unten angekommen, Sandra ist schon in Position. Ich fahre jetzt da zwischendurch direkt am Fluss. Ja, mal schauen, wie breit das Fahrzeug ist. Hier mit diesem Gemüse links und rechts. Das schaut aus. Oh Gott. Ja, wer am Flussbett stehen will, der muss eben mal durch solches Gemüse durch. So, das ist unser Plätzchen. Geil ist das. Schönes Bächlein. Für die Wölfe auch toll. Also unser neuer Platz gefällt auch der Angie. Die macht nämlich hier gerade Wassertreten. So, das war es wieder von uns. Sandra ist genau noch knapp eine Woche da. Am Freitag muss sie leider zurück und ich werde mich dann weiter südwärts bewegen. Ja, auf jeden Fall werdet ihr weiter von mir hören und auch sehen. Danke, wart ihr dabei, wie immer Daumen hoch. Ich freue mich auch, wenn ihr es teilt oder wenn ihr es einfach empfiehlt oder was auch immer. Also dann, bis bald. Tschüss.